52. lekcija. 52. lekcijon. Nova crven kapa. Das neue Rotkäppchen. Jednog dana, kad je crven kapa bila već gotovo odrasla, ona je opet otišla svoje baki. Eines Tages, als Rotkäppchen schon fast erwachsen war, ist es wieder einmal zu seiner Großmutter gegangen. Usput je kupila veliko parče torte sa pavlakom. Unterwegs hat es ein großes Stück Sahnetorte gekauft. Jer više nije bilo šume u kojoj su se mogle skupljati bobice. Denn es gab keinen Wald mehr, in dem man Beeren sammeln konnte. U bakinom stanu sve je bilo u neredu. In der Wohnung der Großmutter war alles in Unordnung. Crvenkapa se pomalo čudno osjećala. Nešto nije bilo u redu. Dem Rotkäppchen war etwas komisch zumute. Irgendetwas stimmte nicht. Baka je uvek bila uredna i čista žena. Die Großmutter war immer eine ordentliche und saubere Frau gewesen. Verovatno joj se ništa nije desilo, pomisli Crvenkapa i uzviknu. Hoffentlich ist ihr nichts passiert, dachte Rotkäppchen und rief. Bako, gde si? Großmutter, wo bist du denn? Iz spavaće sobe odgovorio jedan dubok glas. Aus dem Schlafzimmer antwortete eine tiefe Stimme. Ovde sam u krevetu, Crvenkapa. Lepo je što si došla. Ich bin hier im Bett, Rotkäppchen. Schön, dass du gekommen bist. Već sam toliko čekala da dođeš. Ich habe schon so lange auf dich gewartet.